Einen wunderschönen guten Morgen, Tag oder auch Abend. Damit auch wieder herzlich willkommen zurück hier, ja, im wunderschönen To the Moon. Das letzte Mal haben wir von unserem geliebten Johnny ein paar Erinnerungen uns angesehen und angehört, so da oben im Leuchtturm. Nur komme ich da leider nicht mehr hoch. Aber wie dem auch sei, lasst uns die Erinnerung von Johnny weiter gemeinsam erkunden. Hey, schau mal, was wir hier haben. Ein sehr schönes Haus, das uns sehr, zumindest von dem Äußerlichen, an das Häuschen von Johnny und River erinnert. Ich wette, Sie haben die Klippen gesehen und gedacht, es wäre noch nicht gefährlich genug, solange keine Leute darauf wohnen. Ja, so an sich würde ich sagen, so schon sehr schön hier, aber andererseits, wenn ich mir hier so die Klippen links so anschaue und dann so das Loch da unten, ja, das sieht schon sehr gefährlich aus. Ja, und da ist unser erster liebster Johnny, fertig mit der Welt und fertig mit dem Ganzen. Wahrscheinlich ist er sehr erschöpft. Nick hat mich angerufen und mich hergebeten. Zumindest hat er auch ein paar Personen, die sich wirklich um ihn sorgen. Das ist doch auch mal, ja, was Schönes, solange man ein paar Personen und Leute um sich hat, die einen wirklich lieben und ja, auf einen aufpassen möchten, ist es doch auch sehr schön. Ich habe dir eingelegte Olive mitgebracht. Die magst du am liebsten, stimmt's? Yikes, Oliven. Ich habe von River gehört. Wird sie wieder gesund? Ihre Krankheit wurde erst spät festgestellt. Glücklicherweise ist sie behandelbar. Aber die Kosten für die Behandlung steigen leider ins Unermessliche. Mit einem kleinen Blick auf das Haus ist auch klar, dass es, ja, wir können uns nicht leisten, das Haus fertig zu bauen, Isabel. Wir können kaum die Behandlungskosten bezahlen. Ich bin froh, dass man dir helfen kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie viel dieser Ort dir bedeutet. Es wird dir das Herz brechen. Würde gern helfen, aber Ted und ich können uns seit dem Finanzcrash selbst nur sehr knapp über Wasser halten. Was wirst du nun tun? Ich werde dir sagen, dass wir es schaffen können. Wir uns beides leisten können. Ich möchte nicht, dass sie eine Dummheit begeht. Du solltest sie nicht anlügen. Das stimmt. Lügen ist nie eine gute Idee, egal wie schwer es einem scheint, diese Worte über die Lippen zu bringen. Lügen ist nicht wirklich eine sehr gute Option oder Idee oder ähnliches. Nee. Ich verstehe es nicht, Isabel. Wenn sie die Wahrheit herausfände, bin ich mir nicht sicher, was sie wählen würde. Na und? Liebe dieses Na und? Wenn sie entscheidet, dass ihr dieser Ort mehr bedeutet als ihr eigenes Leben, dann soll es eben so sein. Es geht darum, was sie wirklich will. Irgendwie bekomme ich es gerade nicht hin. Ihr Neurotypischen meint immer, ihr wüsstet, was das Beste für andere ist. Das mag ich nicht. Ja, verstehe ich. Das hatte ich auch schon so ein paar Mal, so zwei, drei Male, wo wirklich irgendjemand immer meint, so einen beschützen zu müssen und zu sagen, so ja. Ich gehe dich vor dieser ganzen bösen Welt beschützen und danach wurde es eigentlich nur noch schlimmer. Also, nee. Und ich hasse es, wenn du mich so nennst wie sie. Glaubst du denn, es geht nur um sie? In diesem Fall geht's wirklich irgendwie um sie so ein bisschen. Weil am Ende des Tages so. Wenn eine Person nicht leben möchte und sie sowieso eine unheilbare Krankheit hat, so ja, schwierig da eine moralisch-ethische richtige Entscheidung zu treffen. Was ist mit mir, Isabel?
Nach all den Jahren darf ich da nicht auch mal an mich denken? Schwierige Frage, schwierige Frage. Aber man kann niemanden am Leben behalten, der es nicht möchte. Ich möchte nicht allein sein, Isabel. Hol dir ein kleines Kätzchen. Ich werde sie nicht sterben lassen. Es ist wirklich sehr anmaßend. Ist mir egal. Willst du hin? Ich werde ihr etwas von der Klippe mitbringen. Das wird sie ein wenig trösten. Was du vorhast, wird davon nicht besser. Nick wollte, dass ich dir das hier gebe. Er sagt, das Lied heißt Everything's Alright. Gar nichts ist in Ordnung. Tragisches Lied, tragisches Geschichte. Damals hat mir mein Bruder auch dieses Lied das allererste Mal irgendwie geschickt. Und ich war sofort verliebt in dieses Lied. Dann habe ich mich ein bisschen mehr mit diesem Spiel auseinandergesetzt. Ich muss sagen, wirklich ein sehr schönes Spiel, sehr schön gemacht. Leider tragische Geschichte, aber ja. Ich würde erst auch am liebsten zu Johnny einfach hochgehen und ihn ein bisschen trösten, aber leider geht's nicht. Abschwerband, Schlagbaum auf dem Weg. Mit ihm kommt man leider auch nicht wirklich durch. Dann haben wir hier einmal die Isabel, aber das ist auch die Frage, wer ist Isabel und wer ist dieser Nick? Werden wir noch früh genug herausfinden? Merkt schon so, das Haus ist definitiv noch nicht fertig, aber es sieht ja doch jetzt ziemlich süß aus und sehr schön so. Können wir hier irgendwo weitergehen? Leider alles versperrt, aber da wirklich noch so. Ah, nee, doch. Ah, man merkt schon, die Erinnerung geht hier zu Ende. Leider kennen wir nicht wirklich das Weiterkunden, aber am Ende des Tages ist es ja auch nicht wirklich eine Open World, wo man einfach hin und her springen kann und alles erleben muss, können soll. Wir haben ja hier auch eine schöne Zeit. Okay. Warum hat mir jetzt das Auto ein Memento gegeben? Ich beschwere mich nicht. So. Ja, ein eingelegtes Glas Oliven. Aber man muss es auch... Also, einerseits verstehe ich es, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt gläserweise Oliven essen. Hm. Dann habe ich hier ein wunderschönes Gläschen. Die Frage so... Ich das jetzt so mache. Ah, schön. Drei Züge wäre es ideal und wir sind idealerweise gut durchgekommen. Dementsprechend Notiz eingelegte Oliven erhalten. Hm. Wem es gefällt? Ich hasse zwar Oliven nicht, aber auf Pizza ist okay. Vielleicht der Käse auch noch schön, aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Und wir sehen, im Zeitstrahl kommen wir doch sehr gut voran hier. Also zieht hier die Sache wirklich durch, hm? Yep, die Bauarbeiten starten bereits in wenigen Monaten. War nicht ganz einfach, wir mussten Ratenzahlungen vereinbaren, aber jetzt, wo die Finanzierung steht, wird es schon klappen. Wie wundervoll, euer eigenes Traumhaus und dann noch an diesem schönen Fleckchen Erde. Und auch noch gefährlich, so nah an den Klippen, aber solange man nicht schlafen kann, soll es eigentlich auch in Ordnung sein. Ihr habt euch an dem Leuchtturm nicht weit von dort das Jawort gegeben, stimmt's? Ja, aber das ist nicht allein. Wir sind mit diesem Board... Was... Okay, ich brauche einen kurzen Moment. Wir und dieser Ort, das geht schon ganz lange zurück. Tja, es ist schön, dass wir uns auch mal etwas Erfreulicheres zu erzählen haben. Lasst uns anstoßen auf euch beide. Genau, auf uns und die Gesundheit. Möget ihr lange leben.
Wobei, das ist klein ein bisschen gemein, wenn man weiß, wie die Geschichte mehr oder weniger endet. Bin gleich wieder da, brauche nur etwas frische Luft. Ich komme mit dir. Warte, Isabel, ich habe kurze Beine. Tja, mein Freund, ist schon wieder ganz schön lange her. Wohl wahr. Wer hätte gedacht, dass die paar Kilometer mal zu einer solchen Hürde werden würden? Ja, es sind meistens nicht nur die Kilometer, sondern auch wirklich so die paar Meter zu den Freunden, die auch nur gegenüber wohnen und plötzlich hat jeder Verantwortung und sein eigenes Leben und ja, plötzlich sieht man sich nicht mehr so oft wie in der Kindheit. Diese River, immer noch still. Was? Ach. Eigentlich ganz gesprächig daheim, und wenn sie mit Isabelle zusammen ist. Ich denke, sie ist einfach nicht gewohnt, dass du dabei bist. Jetzt bin ich mal der böse Junge, was? Ja, wenn die Musik sich so plötzlich verändert, vielleicht bist du wirklich der böse Junge. Hey, also hast du River jetzt diese eine Sache erzählt von früher? Welche Sache von früher? Ja, hab ich. Hat sie es aufgenommen? Insgesamt ganz gut, schätze ich mal. Aber eine Sache gibt es, die mir noch zu schaffen macht. Seit diesem Vorfall bastelt sie andauernd diesen seltsamen Hasen aus Papier. Origami-Hasen? Ja, genau die. Viele davon, eine jede Menge. Ja, ich habe früher auch mal Origami-Tiere gemacht. Meine Tochter, als sie noch klein war. Was ist daran so schlimm? Ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Sie macht nichts anderes, als diese Hasen zu basteln, Tag ein, Tag aus. Das Haus ist inzwischen voll mit den Dingern, bis oben hin. Sagt Isabel nicht, dass er etwas beim Menschen wie River nichts Ungewöhnliches ist? Schon, aber diesmal kein ungutes Gefühl. Wenn ich sie darauf anspreche, antwortet sie mir nie. Stattdessen bekommt sie diesen abwesenden Blick, fast als würde sie irgendetwas von mir wollen. Das Seltsame ist, ich habe das Gefühl, dass da wirklich etwas ist, dass ich hier schuldig bin. Hast du mal Isabelle gefragt? Ja, sie sagt, dass sie mit ihr gesprochen hat, aber auch nichts, das sie rauskriegen konnte. Komisch, komisch. Tja. Ich bin sicher nicht der Fachmann hier, aber ich kann dir eins sagen. Ich kenne dich seit der Mittelstufe und du hattest schon immer den Hang, dir um alles einen Kopf zu machen. Du bildest dir wahrscheinlich etwas ein, mach dir nicht so viele Gedanken. Oder versuch dich mal daran zu erinnern, was überhaupt passiert ist. Aber naja, wenn man etwas vergessen hat, kann es ja auch nicht so wichtig gewesen sein, was? Wenn jemand so einen Rat gibt, liegt meist tatsächlich irgendwas im Argen. Aber gut, ich habe Zweifel, keine Gewissheit. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich? Ich habe immer recht, Johnny. Also dieses Selbstbewusstsein möchte ich bitte gerne auch haben. Tja, schön. Moment mal. Selbst er hatte keine Ahnung, was mit diesen Hasen los war? Vergiss die dummen Hasen. Wir haben andere Probleme. Wir sind hier in einer abgegrenzten Erinnerung und es gibt keinerlei Mementos. Keine Panik, wir können wahrscheinlich eins von ihm selbst bekommen. Wie das? Oh, und Lerde, ich muss nur kurz mal was besprechen und zwar mit dem wunderschönen Barmenschen hier. Hallo, was darf es denn sein? Hallöchen, haben Sie ein Glas angelegte Oliven für mich? Klar doch, zahlen Sie bar oder mit Karte. Check. Tut mir leid, Schecks nehme ich nicht an. Ja, dann schreiben Sie es einfach auf meinen Deckel. Moment, soll das heißen, Sie haben kein Geld? Ach ja, die guten alten Zeiten, wo man wirklich auf den Deckel einfach geschrieben hat. Ja, ich bekomme 20.000 Euro von dir, weil du gefühlt mein ganzes Bier leer gesoffen hast. Ha, die guten alten Zeiten. Dich werde ich sowas von resetten. Hallo, was darf's denn sein?
Tagchen haben Sie ein Glas eingelegte Oliven für mich? Aber na sicher doch, zahlen Sie bar oder mit Karte. Schreiben Sie es auf meinen Deckel, heute mache ich richtig einen drauf. Oho, geht klar, der Herr. Hier ist Ihre eingelegte Oliven. Danke, Kumpel, da wird heute jemand eine Menge Trinkgeld einstreichen. Danke, der Herr. Du kannst so ein Arsch sein, Neil. Mach dich locker. Auch sehr schön so. Als würde sich überhaupt da jemand anderes daran erinnern. So ist eine Realität, aber nicht wirklich die Realität. Darf ich mit dir sprechen? Da an diesem Tisch ist auch jemand, mit dem kann ich aber nicht sprechen. So. Na nun, sehen meine getrübelten Augen etwa da ein Gläschen eingelegte Oliven? So ist es. Sie wissen auch eine gute Liebe zu schätzen. Allerdings, ich habe mir gerade eben ein frisches Glas bestellt. Was für ein Zufall. Darf ich? Natürlich, natürlich. Setzen Sie sich an den wunderschönen Tisch. Wir kippen gerade uns eine runter. Oh, das klingt doch nach einem guten Plan. Eva, Maximilation aussetzen. Jetzt! Nee, ich glaube, ich habe jetzt keine Lust. Oh, dafür willst du noch sowas von bezahlen, hey. Ja, und so sind wir zu unserem ersten Toaster gekommen. Oh, alles in Ordnung? Ja, mich nimmt nur das Geschmackserlebnis dieser eingelegten Oliven total gefangen. Einfach wundervoll, nicht wahr? Oh ja, man kann sich kaum vorstellen, dass irgendjemand diese Dinger ekelerregend finden könnte. Lassen Sie sich Zeit, wir haben ja noch zwei Gläser. Ah, schön. Also, da würde ich auch gerne dabei sein, einfach so meinen Kollegen einfach mal leiden zu sehen. Also, habe ich gesagt, hey, das ist nicht in Ordnung und sie hat mir recht gegeben. Oh, das ist sicherlich sehr toll gemacht. Und wissen Sie, was noch an unserer Gesellschaft nicht stimmt? Keine Ahnung, dass es viel zu viele Menschen gibt. Ja, ich habe es sogar dabei. Wieso? Darf ich es mal sehen? Na gut. Na ja. Bitte sehr. Und anhalten. Endlich, Herr im Himmel. Did you just assume my gender? Ne, was? Happy Birthday. Ah, wie waren die Oliven, Neil? Ach, halt die Klappe. So, und nachdem unser geliebter Neil jetzt ein bisschen gelitten hat, können wir auch weiter in die nächste Erinnerung eingehen. Moment mal, fang bloß nicht wieder an zu. Mach dir keine Sorgen, Mensch. Siehst du, alles nach Vorschrift. Alles schick, alles fein. Halt, Schlag. Neil, ernsthaft? Was denn? Das war nach Vorschrift. Ich versuche gerade, mich in die Situation zu versetzen und du ruinierst die Stimmung. Sind Männer nicht immer so, oh, Augenrolle? Das war's wert. So. Memento vorbereiten. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, kann es sein? Muss das hier einmal machen? Und bin dann weiterhin verwirrt, worin was geht. Kann ich das nochmal zurücksetzen? Ah, nein. Ah. Selbst die Verwirrung war verwirrt. Ah, nein. Kann ich hier irgendwo zurückdrehen? Ah, leider nicht. Wie die denn? Na, ich glaube, jetzt bin ich auf dem richtigen Pfad. So. Endlich nach. Ja, 16.
vielen Zahlschritten, so ja. Das verwirrt mich, selbst die Verwirrung war verwirrt. Ja, aber auch mal schön. Vielleicht wird ja irgendwann mal was Besseres draus, so. Ja. Aber schön, 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 schön. Und unser wunderschöner Leuchtturm, den wir ja, kennen, wo sie alle drin waren. Wirklich kaum einen, ja, schöneren Ort als eigentlich einen Leuchtturm vorstellen. Heiliges Känguru. Ich habe eine Frage. Ich habe mehrere Fragen. Wie kommst du auf Känguru? Und warum ist es heilig? Du bist kein Australier. Na und? Wir sind hier ungefähr 20 Milliarden Nanometer über dem Normalnull und stehen auf einem verdammten Lampen. Was? Spring einfach runter. Es ist ja nicht so, als könntest du dich hier verletzen. Na, du bitte? Das ist wie Bungee-Jumping ohne Seil. Oben bleiben geht nicht, runterkommen auch nicht. Mann, wie ich's hasse, wenn sowas passiert. Ich schwöre, wenn dieser... Oh. Eva, was zum... Zeichen, Prozentzeichen, Raute, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Genau. Genau das, was er sagt, Eva. Weichei. Das ist auch wahrscheinlich dieses Blatt her, wo sie es wahrscheinlich ja, gekauft haben. Warum hat man sie wohl verlassen? Ich nehme an, sie wurde einfach nicht mehr gebraucht. Nicht mehr gebraucht? Geschiffe, meine ich. Du weißt ja, wie das heutzutage ist mit GPS und all diesem Kram. Man eigentlich Leuchttürme nicht immer dafür gebraucht, dass man nicht gegen Klippen fährt und nicht man wirklich weiß, wohin man fährt. So. Klärt mich bitte auf. Hör mal, Wilver. Dieser Ort bedeutet auch mir sehr viel und ich habe nachgedacht. Seit wann können Männer denken? Im Moment läuft doch alles recht gut für uns. Und wenn wir sparen ein paar Jahre lang, dann könnten wir hier oben ein Haus bauen. Wir werden uns einschränken müssen, aber wir können sie vom Fenster aus sehen. Morgens, abends, wir wären immer in ihrer Nähe. Und wir könnten jederzeit hierher kommen. Sie wäre nie mehr allein, John. Ich könnte jeden Tag auf sie aufpassen. Ja, das werden wir. Aber du erdrückst mich. Oh, ist das nicht süß? Ich gönne es ihnen. Ja, ich auch. Wirklich so von ganzem Herzen. Jetzt in diesem Moment scheinen sie zumindest ja, glücklich zu sein. Das meinst du nicht ernst? Du weißt, was passieren wird, oder? Es ist, als würde man einem Superman gleiten zusehen. Nil. Es ist einfach wie ein Unfall. Man möchte nicht hinsehen, aber man kann nicht anders. Man muss hinsehen. Ende ist nicht wichtiger als irgendeiner der Momente zu ich führen. Fehlt ist, dass die beiden hier und jetzt glücklich sind. Meine Worte, Rosalie, meine Worte. Ah, shit. Lass uns gehen und den beiden, ja, den Moment lassen. Ja, aber bevor ich jetzt hier weitermache, möchte ich gerne, ja, die wunderschöne Folge hier beenden und wir sehen und hören uns wie gewohnt in der nächsten Folge wieder.